Auch die Beratungen und Beschlüsse bei den Versammlungen des Synodalen Weges offenbarten wieder eine tiefe Kluft zwischen den Befürwortern von strukturellen Reformen in der Kirche und jenen, die genau dadurch die katholische Identität der Kirche in Gefahr sehen. Die gegenseitigen Vorwürfe der unterschiedlichen Parteien sind inhaltlich nicht neu, aber der Ton wird rauer. Ich frage mich, ob wir wirklich weiterkommen, wenn wir einander innerhalb der Kirche mangelnde Rechtgläubigkeit vorwerfen. Diese Frage wird noch drängender, wenn wir auf die unterschiedlichen Traditionen und Sichtweisen der christlichen Konfessionen schauen und erst recht, wenn wir im Dialog der Religionen weiterkommen wollen. Auf diesem Hintergrund sollten wir in der Kirche auch eine größere strukturelle Vielfalt ermöglichen. Die Früchte werden zeigen, welche Strukturen und Traditionen in einer Kultur geeignet sind, den Menschen einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen und in eine tiefere Verbundenheit mit Gott zu finden. Spiegelt das nicht auch die Haltung Jesu wider, wenn er seine Jünger anweist, niemanden auszuschließen, nur weil er sich nicht offiziell der Jüngerschaft anschließt? Niemand benutzt meinen Namen dazu, Wunder zu tun und redet kurz darauf schlecht über mich. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, gibt er zu bedenken. Und im Lukas-Evangelium, aus dem wir an diesem Wochenende einen Ausschnitt hören, weist er in den wieder aufflammenden Streitgesprächen mit den Schriftgelehrten darauf hin, dass es ja schließlich keinen guten Baum gibt, der schlechte Früchte hervorbringt. Und auch keinen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringen würde. Ich kann mir schon die Frage stellen, sind die überlieferten Strukturen der Kirche für die Menschen in Europa wirklich noch fruchtbringend? Oder wird durch eine verschleppte Strukturreform nicht doch der eine oder andere fruchtbare Ertrag verhindert? Einige entgegnen, es braucht in der Kirche keine strukturellen Veränderungen. Es müsste vielmehr zu einer inneren Erneuerung kommen. Das eine kann aber das andere bedingen. Auch Strukturen spiegeln eine innere Haltung, eine eigene Spiritualität wider. So erwächst, denke ich, die Forderung der Zulassung der Frauen zu den Weiheämtern der Glaubensüberzeugung, dass Gott sich in einer Frau und ebenso in einem Mann dem Menschen mitteilen kann. Denn beide Wesenszüge sind ihm eigen. Es wird Zeit, in unserer Kirche eine Weite zuzulassen, die auch die innere Weite Jesu widerspiegelt. Dass eine Glaubenshaltung oder Strukturen kirchlichen Lebens vom Geist Gottes geleitet sind, wird sich letztlich daran zeigen, dass sie für eine vertrauensvolle Gottesbeziehung und für ein friedvolles und versöhntes Miteinander wirklich fruchtbringend sind. Eine größere Zurückhaltung im Urteilen über andere und mehr Gottvertrauen wären hier angebracht.